Heimische Wirtschaft stärken, Leistungsfähigkeit erhalten, Arbeitsplätze sichern. Unter diesem Motto leitete die FPÖ im oberösterreichischen Landtag eine Debatte ein, um zu erschließen, welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise als Folge des Corona-Managements der Bundesregierung gesetzt werden müssen. Nichts geht im Leben über die Gesundheit und keiner will leichtfertig die Gesundheit von sich und anderen gefährden. Das ist sonnenklar. Aber schon langsam müssen wir uns fragen, was gefährlicher ist, das Virus oder die verordneten Maßnahmen, welche die Wirtschaft, aber insbesondere Teile des Tourismus nach und nach lahmlegen. Die FPÖ setzt alles daran, um die heimischen Unternehmer und Arbeitnehmer in dieser Krisenzeit zu unterstützen. Durch gezielte Investitionen soll Oberösterreich auch weiterhin das industrie- und exportstärkste Bundesland bleiben. Wenn man diesen Standort Oberösterreich nach vorne bringen will, ja, dann muss man das Hirn einschalten, dann muss man besser werden, dann muss man leistungsfähiger werden, dann muss man innovativer werden, auch im Bereich der erneuerbaren Energien, da bin ich überhaupt kein Gegner davon. Aber das geht nicht durch Pläne wie in der DDR oder in der UdSSR, sondern das geht durch Fortschritt, das geht durch technologische Entwicklung und das geht dann, wenn man die Besten nach Österreich holt und wenn man nicht den Sozialstaat für andere ausbaut. Das sollte man vielleicht an dieser Stelle auch einmal erwähnen. Die Erfolgsfaktoren dieses Landes waren seit jeher revolutionäre Entwicklungen und technologische Pionierleistungen. Diese Innovationskraft zu erkennen und zu fördern, muss das zentrale Element einer Wirtschafts- und Staatspolitik mit Weitblick sein. Das Wichtigste ist für mich die Wiederherstellung von Vertrauen. Von Vertrauen durch die Generierung von Planungssicherheit. Vertrauen und Planungssicherheit, das wünschen sich die Bürger in diesem Land. Ohne dieses Vertrauen wird es kein Wiedererstarken der Wirtschaft geben. Es geht um nichts Minderes als den Erhalt des österreichischen Wohlstands und der dauerhaften Stabilität in unserer Gesellschaft. Wir benötigen daher gemeinsame Kraftanstrengungen, um die angeschlagene Wirtschaft zu stabilisieren und den Unternehmen wirklich unter die Arme zu greifen.